Der rote Ordner ist an der letzten Station angekommen. Die beauftragte Anlage wurde entworfen und gezeichnet. 3D-Pläne wurden generiert. Sowohl der mechanische als auch der elektrische Aufbau wurden fertiggestellt. Abschließend wurde die Anlage im Prüffeld gründlich auf korrekten Bau und richtige Funktion überprüft. Jetzt ist die Anlage bereit zum Versand an den Kunden. Die fertige Anlage wird verpackt. Dies muss besonders sorgfältig geschehen, da die Anlage eine lange Reise vor sich hat. Zunächst wird sie per LKW in den Hafen gebracht, wo ein spezialisiertes Unternehmen alles für die endgültige Verladung und den Transport mit dem Schiff vorbereitet. Parallel werden alle für die Verzollung nötigen Dokumente vorbereitet und weitergegeben. Insgesamt sind 50 Anlagen bestellt worden. Diese werden aber nicht gleichzeitig an den Kunden geliefert, da sie nach und nach in verschiedenen Bahnhöfen eingesetzt werden. Das Bahnhofsnetz ist noch im Bau. Nicht alle Bahnhöfe werden gleichzeitig fertig. Die Anlagen werden nach Bedarf und Baufortschritt geliefert. Abschließend werden Änderungen, die sich im Laufe des Projekts ergeben haben, noch in die Schaltpläne und Zeichnungen eingepflegt, sodass die Dokumentation dem tatsächlichen Aufbau der Anlage entspricht. Natürlich wird auch noch die Rechnung an den Kunden geschrieben. Ist die Dokumentation fertiggestellt, werden alle wichtigen Unterlagen archiviert und der rote Ordner ist bereit für ein neues Projekt.